Die Hannoveraner sind ein lustiges Volk und ein Grund zum Feiern oder Frohlocken bietet sich zu beinahe jeder Gelegenheit. Sei es an Nationalfeiertagen, Schützenaufmärschen oder einfach wie hier bei schönem Juniwetter. Anfang diesen Monats war es wieder einmal soweit. Schließlich ging es diesmal um den wohl denkwürdigsten Tag in der jüngsten Geschichte der Leine-Metropole. Ein Jahr Hochbahnsteig Verona-Feldbuschwende. Das architektonische Gebilde war im Sommer 2000 Ausgangspunkt neuer Visionen und Zukunftsutopien. Stadtväter und Industrieverbände hatten hier zuvor ganze Arbeit geleistet und die Aspekte von nachhaltiger Nutzung und Sozialverträglichkeit in die bauliche Umsetzung mit einfließen lassen. Unverkennbar. Viele Anwohner nutzen tagtäglich die praktische Mitfahrgelegenheit der Üstra. Denn das über die hannöverschen Stadtgrenzen hinaus bekannte Bauwerk dient nebenher als praktische Einsteighilfe für die Freunde der hiesigen Straßenbahnen. Wir haben 25 Jahre in der Südstadt gewohnt, also hier ist schon eine Klasse besser. Ne? Also ich denke mal, dass vielleicht die Ecke da drüben noch vielleicht ein Tickchen schöner ist wie hier. Ich will das jetzt hier nicht verniedlichen, aber da drüben ist sehr schön. Nicht schlecht, ne? Das ist meine Meinung. Ja, doch. Gegend ist sehr gut, finde ich auch. Ja. Auch städtebaulich wurden zunächst neue Akzente gesetzt, wenn auch nicht ganz unumstritten. Denn nicht unweit vom Hochbahnsteig Verona-Feldbuschwende konnte zeitgleich der Spiel- und Freizeitpark Rastiland Laatzen realisiert werden. Die Anlage war als buntes Ausflugsziel für die Menschen aus den umliegenden Dörfern konzipiert. Die anfängliche Begeisterung wich jedoch nach nur knapp einem halben Jahr karger Ernüchterung. Und trotzdem wird gefeiert. Denn die Menschen am Hochbahnsteig Verona-Feldbuschwende lassen sich die gute Stimmung von Miesepetern und Querulanten nicht kaputtreden. Wir wohnen jetzt 3 Jahre hier. Wir haben das alles mitgemacht, wie das entstanden ist hier, ne? Und mit Interesse verfolgt, wie es auch immer denn gewachsen ist, ne? Nur mittlerweile durch Schmutzwinken ganz schön verschmiert ist. Ne? Feiern Sie mit? Wir feiern mit. Wir feiern mit. Ja. Wenn auch die Infrastruktur am Kronsberg im Moment noch kränkelt und der Freizeitpark Rastiland Laatzen in der Zwischenzeit den Baggern und Bulldozern weichen musste, der Hochbahnsteig Verona-Feldbuschwende ist geblieben und die Menschen in Hannover lassen sich auch am Kronsberg das Feiern nicht verbieten.